Ja, Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 2. Es hat sich einiges getan. Ihr wisst ja, am Anfang war ich schon HP 30. Und ich habe mal ein bisschen übertrieben, hat man alle auf 4000 HP gemacht. 2000, 3000 so. Ich weiß, ich habe übertrieben. Ich habe auch noch ein paar Sachen gemacht. Erstmal die Monsterfibel. Erstmal alle mal angucken. Die habe ich auch, die erkläre ich euch später. Die auch, die auch, die auch, so, so, oh, so, so und so. Vampiren, Goblin, Goblinwächter, Goblinprinz, Mine, Bombe, Soldat, Magier, Monsterfieber, Monsterboar. Also... was habe ich noch gemacht? Zum Beispiel Magie. Ich habe die ganzen... Also im Laden kann man Feuer, Eis, Blitz und Vita kaufen. Die restlichen habe ich alle beim Gegner gefunden. Die Gegner zeige ich euch gleich mal. Und habt ihr alle auf Level 5 gemacht. Es hat lange gedauert. Diesen Zauber zum Beispiel könnt ihr ganz schnell leveln, indem ihr... Also reingeht ins Dorf und den Zauber benutzt. Dann kommt ihr wieder auf den Weltmodus, also wieder hierher. Und das levelt dann automatisch das alles. Vita kann man leicht leveln. Ihr wisst ja, einmal angreifen, wenn ihr Schaden zunehmt, dann wieder heilen. Das ist ganz einfach. Die anderen musste man... ich musste das öfters in Kämpfern machen. Und das hat sehr lange gedauert, muss man sagen. Rüstung. Die habe ich alle beim Gegner gefunden. Die habe ich schon gehabt. Die habe ich im Laden gekauft. Die habe ich auch schon gefunden. Das auch. Angriff. Also ich habe was vorgehabt. Ich werde keine Waffen kaufen für meine Charaktere. Die werden alle unbewaffnet kämpfen, weil die, ihr seht gerade, 67 Angriff haben. Das ist gut. Abwehr wenig, aber dafür kann ich ja sorgen, kann ja neue Rüstung kaufen, kein Problem. Aber Angriff sind die gerade mächtig. Ich werde keine Waffen für die kaufen, gar nicht. Ich werde nur mit den unbewaffnet rumkämpfen. Und jetzt mal zu den Zaubern, die ich bekommen habe. Wo ist das? Mithril Schild habe ich von dem hier bekommen. Mithril Keule habe ich auch von ihm. Mithril Helm habe ich auch von ihm. Und hier, da kann man Blind Grimoire, Schlaf Grimoire, Eis Grimoire, Blink Grimoire, Höllenfeuer kann man. Und Banri Grimoire habe ich geholt. Keule und Kampfachse kann man von dem hier bekommen. Die habe ich, zeige ich euch, wenn ich da bin. Da habe ich von ihnen Langbogen auch bekommen. Bronzeschild habe ich noch nicht bekommen. Langschwert habe ich auch, glaube ich. Knoblauch, ja, so habe ich auch. Und von ihr habe ich Berserker, Toxicum, Blitz, Star, Grimoire und Magierstab. Die ganzen Waffen habe ich auch, kann ich euch zeigen, hier. Also Keule, Mithrilkeule, Breitschwert, Magierstab, Axt, Bogen, Langbogen, Mithrilschild, ich habe die alle. Ich habe die auch, aber ich rüste die nicht aus, weil, wie ihr wisst, ich will unbewaffnet kämpfen. Ich musste sehr lange suchen, also ich musste die ganze Zeit kämpfen, bis ich die ganzen Magie für jeden gefunden habe. Also ihr seht, insgesamt sind es 11, 11 und nochmal 11. Jedes Lied hat am meisten. Berserker ist auf Level 3, aber das mache ich später. Alles andere ist auf 5 bei dem. Und Status... Seht euch das ja an. So sieht es bei mir aus, bei ihm sieht es mickrig aus, aber es kann sich noch alles ändern. Und ja... Ich habe overlevelt. Ich kann jetzt schon sagen, die Bosse, die jetzt nächstes kommen, haben alle weniger HP als ich. Ich habe schon fast wieder 15. Boss HP. Ah, da habe ich schon alles gezeigt. Im letzten Part ja schon. Da habe ich Waffen kann man ja holen, aber Leute habe ich noch nicht geredet. Lass einen armen alten Mann seinen Frieden. Prüfen, Wildrose. Das mit den alten armen Mann ist nur Camouflage. Ich bin der beste Schmied der Rebellen. Okay, hier kann man Waffen kaufen. Junger Mann, was hast du zu sagen? Tubul findet ihr beim Waffenhändler. Er ist ein toller Schmied. Auch wenn er zurzeit etwas mürrisch ist. Ich habe heute wieder mit dem Lesen. Paul ist ein richtiger Langfinger. Aber böse ist er nicht. Er klaut nämlich nur von der kaiserlichen Armee. Paul. Hier ist die Kirche. Hier kann man seine Charaktere wieder beleben. Okay, da ist nichts. Mein Name ist Gordon, einst war ich Prinz des König
Königreichs Kashion, doch heute bin ich nur ein Versager, ein Heuchler. Als mein älterer Bruder Scott im Kampf fiel, bekam ich es mit der Angst zu tun und nahm Reis aus. Ich habe mein Vaterland verraten. Okay, Wildrose, ihr habt euch als freiwillig zur Armee gemeldet. Ich fürchte, dass Hilda für einen Versager für mich keine Verwendung hat. Deswegen stehe ich hier unschlüssig herum. Denn ich bin ein Taugenichts. Sei nicht so depressiv, du Fettkopf. Und hier kann man Sachen kaufen. Da kann man Kruzifix und alles holen. Hier kann man alles holen für die. Und hier kann man... Habe ich schon alles für mich besorgt, außer Elixier. Das kaufe ich mir später mal. Sonst würde mein ganzes Geld auseinander weggehen und ich brauche es auch später mal. Ich bin der tolle Paul, der größte Dieb aller Zeiten. Es gibt nichts, was ich nicht klauen kann. Neulich erst habe ich die Schatzkammer des Imperators geraubt. Sachte, sachte, von den Rebellen klaue ich natürlich nichts. Das sind meine Freunde, wisst ihr? Ich habe früher auch in Finn gelebt. Gut so. Das ist die Stadt Altea. Doch noch sind die imperialen Streitkräfte nicht bisher hervorgedrungen. Doch das ist nur eine Frage der Zeit. Okay, da habe ich mit allen geredet. Magie habe ich schon gezeigt, oder? Im letzten Part. Ich habe das schon gezeigt. Glaube ich jetzt mal. Wenn nicht, dann zeige ich euch das einfach mal jetzt. Ist auch nicht so, es dauert auch nicht so lange. Hier kann man die Standard holen. Ich habe die alle schon geholt. Und ich habe die im Inventar noch sehr oft noch. Also jetzt müssen wir lange gehen und die Kämpfe werde ich sowieso wieder rausschneiden. Das war ein kurzer Kampf. Dün, 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 dün. Die habe ich noch nicht gezeigt. Goblin oder doch? Keine Ahnung. Ach ja, der Zauber hat was Geiles. Mit dem kann man Bossgegner sofort töten, ohne sie irgendwie anzugreifen. Also man greift hier an, aber ich meine, einfach ein sofortiger Tod bei denen. Toxicon mache ich einfach mal und... Berserker verstärkt uns, wisst ihr sowieso schon. Nochmal Bahn, vielleicht sterben die jetzt. Bahnstufe 5. Ja, ihr habt gesehen. HP von 4. Och, leck mich. Er hat sowieso schon zu viel HP. Egal, wir sind in der nächsten Stadt. Gadea. Hey. Hier habe ich nichts gekauft. Hier kann man was kaufen, aber wie ihr seht, alles ist zu schwach für mich. Weil ich bin unbewaffnet und das wird das ganze Spiel auch so sein. So, das ist die Stadt Gadea, die Stadt hinter dem See ist Finn. Also das werde ich auch als Challenge aufnehmen. Also ich will unbedingt mal unbewaffnet mal rumkämpfen, weil das Schloss von Finn wird von den imperialen Streitkräften besetzt gehalten. Auch die Stadt ist voll von Soldaten und ihren Monstern. Am Stadtrand von Finn gibt es eine kleine Spelunke. Der Wirt ist nicht rechtzeitig geflohen und du musst jetzt die Laune der Soldaten ertragen. Oh. Also, den Bossgegner kann man sowieso, wenn ich eine bestimmte, bis nach Gardea oder Altea ist, die kaiserliche Armee noch nicht vorgestoßen. Aber wenn der Zerstörer fertig gebaut ist. Also hier habe ich mal erstmal. Rundschild könnte ich holen, aber nee. Hier habe ich die Brigantine für, wie heißt die nochmal, gekauft. Wie heißt die nochmal? Maria. Also da habe ich jetzt alles geholt. Habe ich jetzt mit allen geredet? Ja. Da gibt es ja eigentlich nichts mehr zu tun für uns. Und was ich sagen wollte ist... Ach, was wollte ich sagen? Was wollte ich erklären wieder? Oh, Flugschiff. Kriegen wir auch sowieso noch später. Was wollte ich noch sagen? Ach, weiß nicht mehr. Ach ja, das mit... Ach, jetzt weiß ich wieder. Man kann die Gegner sowieso mit einer bestimmten Waffe töten. Dem Blutschwert, dass man... So, das werde ich sowieso finden, also ich werde euch alles 100% zeigen, wie bei Final Fantasy 1. Mit denen kann man sowieso den Endgegner sofort töten. Also schneller besiegen. Nochmal Flugschiff, nochmal, also viel schneller besiegen. Aber ich will mal ihn unbewaffnet besiegen. Und sehen, wie ich dann mit ihm komme. Vielleicht schaffe ich das auch. Ach, wieder HP von Maria aufgestiegen. Ein kleiner Tipp, geht nicht weiter hier nach, also hier weiter. Wenn ihr weiter westlich geht, kommen sehr starke Monster. Ihr müsst dafür sehr gut, also dafür sehr gut gelevelt sein, um da weiterzukommen. Also die Gegner, Magier, also der blaue Oger, der gelbe Oger und alle Monster findet ihr hier in dieser Region. Und wenn ihr rüber, also man kann auch weiter nach oben gehen, da findet man die ganzen anderen Monster wie Chimera und so, wie ich dir in der Monsterfibel gezeigt habe.
Aber dafür müsst ihr echt mal gut gelevelt haben, weil wenn ihr nicht stark genug seid, ficken sie euch aber richtig in den Arsch. Und ja, da findet ihr auch den Magier, der euch ganzen Tox... Also hier findet ihr auch die Magier, aber da oben findet ihr öfters den Magier. Da findet ihr also die ganzen Grimoren von denen, also ihr bekommt die, wenn ihr sie besiegt habt und alles. Ja, das wollte ich sagen. Hier kann man hier, also man muss jetzt hier hin zur Stadt. HP von Guy aufgestiegen. Wenn ich nicht. Okay. Wir sind gleich da. Denn. Okay, dann haben wir das auch. Vier Kämpfe muss ich besser schneiden, glaube ich. Hier will man das tatsächlich nur von Soldaten. Wir sollten ihnen nicht zu nahe kommen. Also der Beweis dafür ist, dass ich jetzt oberlevelt bin, zeige ich euch jetzt mal. Rebellen! Okay. Der wird gleich sterben. Er ist tot. Also, wenn ich nicht overlevelt wäre, da steht eine Komplettlösung. Wenn man richtig overlevelt ist, hätte man keine Chance gegen die Rebellen zu, also gegen diese Soldaten zu gewinnen, aber ich habe gegen ihn gewonnen und ihr habt es gesehen. Ich bin jetzt übermächtig stark. Okay, man kann hier momentan. Okay, da kann ich momentan nichts machen. Okay, dann haben wir das auch. Wir müssen zu den Inder. Hier kann man sowieso nicht. Warte mal, wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Okay. In den Läden gibt es sowieso nichts. Man muss jetzt so. Dann so. Und so kommt man zum Pub. Man kann wieder mit den Soldaten hier reden und dann bekommt man sowieso nichts. Außer Erfahrungspunkte, wenn ihr das wollt. Ich gehe mal direkt zu ihm. Hey, hey, hey! Nur der Wirt darf hinter den Tresen. Lehrt euch euer Imperator denn gar keine Manieren? Wildrose. Oh, ihr gehört zu den Rebellen. Sagt es doch gleich. Hinter der Wand existiert ein schmaler Geheimgang. Im hinteren Raum liegt einer der Euren. Er ist schlimm verwundet. Was ich jetzt mache, ich habe die Schnauze voll. Ihr übernimmt den Schuppen und hier... Ihr übernimmt den Schuppen hier und ich verdufte. Du Hund! So ein Verräter. Naja. Truhen! Oh, Potions. Ob er nicht davon genug hätte. Okay, wer ist dieser gute Kerl? Wer ist dieser alte Kerl? Ihr wollt mich an den Imperator verkaufen? Seid gnädig und tötet mich vorher. Lasst mich in Ehre sterben. Nein. Ihr gehört zu den Rebellen? Verzeiht mein schroffes Verhalten. Ich bin Scott, Prinz von Kashion. Oh, der hat also wirklich überlebt. Ihr seid Prinz Scott? Ich hörte, ihr seid im Kampf gefallen. Ihr lebt also. Richtig. Ja, aber meine Zeit ist bald gekommen. Ich habe eine letzte Bitte. Richtet meinen Bruder Gordon aus, dass er an seine Stärke glauben soll. Er soll sich keine Vorwürfe machen und berichtet dem König von Finn, dass der Verrat des Grafen Borgen Finn zu Fall gebracht hat. Der Graf ist mittlerweile General der imperialen Streitkräfte. Und Hilda, dass ich sie für immer liebe. Ich dachte, sie hat einen Ehemann. Hm, Affäre und so. Nein, wartet. Vergiss das eben Gesagte. Die Liebeserklärung eines Sterbenden wird sie nicht glücklich machen. Prinz Gott, wir suchen meinen Bruder Leon. Ich muss dich enttäuschen. Der Name sagt mir nichts. Ich dachte, du bist schwer verletzt. Warum kommst du da aus dem Bett raus? Hier, nimm diesen Ring. Er wird euch nützlich sein. Bling, bling. Das lange Reden hat mich müde gemacht. Lasst mich ein wenig ausruhen. Ja. Verschwind die Bus. Man sagt einfach dazu nichts. Er ist einfach verschwunden. Einfach mal akzeptieren, dass er verschwunden ist. Ring erhalten. Okay. Okay. Din, 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 din. Ich gehe jetzt einfach mal raus. Ihr Soldaten könnt mich sowieso nicht mal besiegen, also fickt euch ins Knie. Splinter? Splinter! Den sieht man eigentlich irgendwo anders. Also irgendwo anders.
An einem anderen Ort, aber der kommt jetzt einfach so. Also wir müssen uns in Altair wieder, also wir sehen uns in Altair wieder, da müssen wir sowieso mit Ring was machen, also bis später.